wie offen und wie herzlich alle gewesen sind. So ein ganz anderer Einblick, vielleicht auch das Abbauen von einer Hemmschwelle oder so von Berührungsängsten, die man vielleicht hat, wenn man hört, Menschen mit Handicap irgendwie und normaler Arbeitsmarkt, dass das nicht immer sein muss oder auch sein braucht, dass es da Offenheit braucht. Ich glaube, das hat es uns gelehrt. Ich glaube, auch obwohl ich offen bin, dass ich da vielleicht auch ein gewisses Vorurteil hatte, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie leicht es sein kann. Aber dann bin ich da angekommen und es war wirklich, es hat fehlerlos funktioniert. Also jeder hat seinen eigenen Teil gemacht und ja, es gab keine Hindernisse. Und ich glaube, wir machen auch wieder mit, wenn das in den Möglichkeiten ist. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Inklusion ganz wichtig ist für unsere Arbeitswelt, für uns, weil es uns die Möglichkeit gibt, eben einfach nochmal andere Perspektiven einzunehmen, weil es die Teams mischt, weil es andere Sichtweisen aufbringt. Und ich glaube auch gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, dass es einfach nötig ist, da Potenziale auf dem Arbeitsmarkt auszuschöpfen, die man hat. Und je nach Behinderung ist es auch völlig unproblematisch, Menschen mit Behinderung einzubinden in die Teams. Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil wir alle Menschen sind und es uns alle betrifft. Jeder Mensch verdient den gleichen Respekt und die gleichen Chancen. Also ich denke, dass Menschen mit Behinderung ein Team immer bereichern, weil sie oft eine andere Sicht auf die Dinge haben, weil sie eine andere Herangehensweise haben, weil es Menschen ohne Behinderung auch einfach mal ein bisschen dazu bringt, einen anderen Standpunkt einzunehmen, ja, ihre Sichtweisen zu verändern. So wie jeder Mensch ein Team bereichern kann. Also jeder hat ja seine eigenen Perspektiven, jeder hat seine eigenen Ideen. Und ein Mensch mit Behinderung heißt nicht gleich, dass er nicht auch Ideen und Ideale hat, die er in ein Team einbringen kann. Andere Unternehmen sollten auch am Schichtwechsel teilnehmen, weil das die Perspektive verändert und weil das die Teams bunter macht. Naja, also meine Tochter geht an die Sophie-Scholl-Schule. Das ist die inklusive Schule vom Behindertenwerk Mein Kind sich hier in Hanau und erlebt da Inklusion mit den Kindern jeden Tag. Und ich fände es schön, wenn diese Idee auch übertragen werden könnte auf den Arbeitsmarkt. Also wenn es wirklich Menschen gibt, die vermittelbar sind auf den ersten Arbeitsmarkt, dass es einfach, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung das ausprobieren können. Also sich da einfach zu öffnen, das ist, glaube ich, die große Herausforderung für die Gesellschaft. Damit sie wahrscheinlich genau das Gleiche erleben wie ich, um einfach die Augen zu öffnen, dass Menschen mit Behinderung trotzdem Menschen sind und dass sie fähig sind und man ihnen eigentlich nur das richtige Werkzeug geben muss, damit sie genau das Gleiche leisten können wie du und ich. Ich habe mitgemacht. Ich habe mitgemacht. Ich habe mitgemacht, mach du es doch auch.